This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute. In dem Video heute wollte ich euch mal einfach meine Pläne so, was noch bis jetzt so ansteht, dieses Jahr erzählen. Und euch auch herzlich dazu einladen, dazu vorbeizuschauen, vor den Dingen. Also, weil jetzt zum Beispiel gleich im Juli, jetzt dann 15. Juli, steht jetzt in Leipzig erstmal ein Potluck an. Also kommt vorbei, wer Lust hat, sich mal zu treffen, schaut einfach ja, zum Rohkost-Potluck hin. Wenn ich den Link finde, stelle ich ihn mal drunter. Genau, den organisiert eben die Silke Leopold. Könnt ihr auch mal auf ihrem Kanal vorbeischauen, verlinke ich auch mal. Genau, und das ist immer ein wunderschöner Potluck. Ich habe es auch in anderen Videos hier schon mal erzählt. Das sind echt immer 50, 60 Leute meistens. Und es wird auch wieder ein einfacher Potluck da. Also ich muss da nichts groß zubereiten. Einfach Mono, glaube ich, wieder irgendwas mitbringen. Früchte, jetzt ist ja perfektes Wetter. Bringt irgendwas, Kirschen, Erdbeeren mit. Und kommt einfach vorbei. Müsst nichts großartig zubereiten. Einfach mitnehmen. Genau. Und ja, der fängt immer um 11 Uhr an, ist im Agrapark in Leipzig. Genau, also ich würde mich freuen, euch da wieder zu treffen. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Genau, und ich bleibe nämlich dann gleich in Leipzig, weil die Woche drauf haben wir dann nämlich Retreat. Und da sind nämlich auch noch zwei Plätze frei. Also wer noch Lust hat, eine schöne Zeit zu verbringen mit uns. Wir sind jetzt 11 Leute, also 9 Teilnehmer noch und im Haus passen aber insgesamt 13 Leute rein. Das ist eine schöne alte Schneiderei, nennt sich das. Das ist zwischen Leipzig und Dresden. Das ist ein schönes Ferienhaus und wir werden viel rausgehen, werden ein bisschen Rohkost zubereiten, eine Kräuterwanderung machen, meditieren und so weiter. Und genau, zwei Plätze sind noch frei. Also, wenn ihr noch Interesse dran habt, Link steht einfach unter dem Video. Genau, schaut da mal drauf, ob das was für euch ist. Also es sind 9 Tage, das ist von Samstag auf Samstag. Braucht euch im Prinzip nur eine Woche frei nehmen, wenn ihr arbeitet. Oder auch vom Studium, egal was. Oder Schule. Könnt euch auch freuen. Genau, und da vorbeischauen. 9 Tage eben, kostet nur 450 Euro für die 9 Tage. Und genau, alles weitere könnt ihr einfach mal auf der Webseite schauen. Ja, und nach dem Retreat eben im August habe ich überlegt, nochmal einen Potluck hier in Würzburg zu machen. Ich hatte ja auch schon mal hier in Würzburg am Main eben einen gemacht und jetzt im Juli wollte ich eben keinen mehr machen, weil es einfach zu knapp wird jetzt und wenn ihr wollt, kommt eben einfach in Leipzig vorbei, dann kann man sich da treffen. Genau. Und weil eben dann der Retreat noch ist. Ja, und deswegen im August, ihr könnt ja auch mal posten, wann es euch im August am besten passen würde. So, ich dachte irgendwie so gegen Mitte August einen zu machen, am Wochenende, Samstag. Denke ich wieder so um 1 oder sowas. Genau. Und ansonsten habe ich dann im September wollte ich dann 30-Tage-Kurs nochmal starten. Ich hatte ja jetzt eine Runde schon gestartet. Und die ersten Leute sind schon durch. Und im September wollte ich nochmal einen gemeinsamen Startpunkt machen. September hat auch 30 Tage. Und dann wollte ich dazu noch, also ihr könnt euch auch jetzt jederzeit anmelden. Aber im September wollte ich dann nochmal mit Rohkost Buddy und mit Rohkost Buddy und dann wollte ich noch Q&A Livestream machen, wo ihr dann auch direkt noch eure Fragen stellen könnt. Also ich wollte zum Start einmal machen und dann nach der zweiten Woche, dann in der vierten nochmal und dann zum Abschluss nochmal. Also 4 Livestreams noch währenddessen, Q&As, also Frage-Antwort-Runden, wo ihr dann einfach nochmal wirklich eure Fragen, die dabei aufgekommen sind oder eure Erfahrungen auch teilen könnt. Und dass man sich da einfach dann während den 30 Tagen nochmal besser austauschen kann. Genau. Also der 30-Tage-Kurs, falls ihr noch nicht entdeckt habt, falls ihr ihn jetzt auch schon starten wollt, könnt ihr auch jetzt starten, ist drunter verlinkt. Happy Life. Genau. Und da geht es eben darum, einfach Schritt für Schritt seine Ernährung umzustellen, ganz einfache Meditation in den Alltag zu integrieren. Genau. Und einfach dazu bekommt ihr halt noch die nötige Motivation, Inspiration und so. Und es sind eben tägliche Lektionen, jeden Tag eine. Genau.
Könnt einfach auf die Kursseite mal schauen. Gibt es auch kostenlose Videos zum Preview, also als Vorschau. Genau. Und das wollte ich eben im September dann machen. Die Q&As dann eben, die Frage-Antwort-Runden dazu. Und dann Oktober ist erstmal nichts Größeres geplant. Und im November haben wir noch einen Herbstfasten geplant. Das steht auch unten drunter. Also wer noch sich anmelden möchte, da haben wir mehr Plätze als jetzt, bis zu 19, glaube ich, insgesamt in dem Haus. Also genau, ist noch Platz. Erstmal könnt ihr euch noch anmelden und das steht eben im November an. Ja, und der Dezember ist wieder ein bisschen weniger. Ansonsten habe ich nämlich zwischendrin immer wieder mal Inliner-Kurse noch. Genau. Aber das ist eben das, so fest geplant ist. Also erstmal 15. Juli jetzt, wenn ihr Lust habt, nach Leipzig zu kommen. Zum Potluck, würde ich mich freuen. Dann im August wollte ich nochmal einen Potluck machen. Das werde ich noch posten. Der Retreat ist eben dann jetzt noch vom 22. bis 30. Juli. Also zwei letzten Plätze, wenn ihr wollt. Und... Telefon. Ja, aber das war so erstmal das grobe Feste, was bei mir festgelegt ist in diesem Jahr noch. Und genau, im Winter wollte ich nochmal schauen, wieder irgendwo eventuell ins Warme. Ja, vielleicht auch da ein Retreat veranstalten, mal schauen. Aber jetzt erstmal auf die Sachen noch in dem Jahr konzentrieren und freue mich da total drauf. Und geniales Wetter ja im Moment. Genau, ich wollte euch einfach mal an den Plänen teilhaben lassen. Genau, und vielleicht sieht man sich ja bei dem einen oder anderen Treffen oder Retreat. Und dann ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Tag, wann auch immer du das Video schaust. Mach's gut, ciao.